Hey ho, meine Lieben, heute machen wir Kroketten, aber keine normalen Kroketten, sondern Kroketten mit Blumenkohl. Ja, natürlich mit Kartoffeln gewünscht. Also Kartoffel-Blumenkohl-Kroketten. Dazu gibt's Hähnchenbrust, ganz einfach vom Grill, gewürzt mit dem Dancing Chicken vom Taki. Das probieren wir nämlich heute gleich einmal aus. Und dann, ja, so als Nebenbeilage, Moment, machen wir noch ein bisschen Grillbacon, den wir uns vom dicken Bauch vom Taki runterschneiden. Ja, somit haben wir dann schon ein bisschen was vom Taki ausprobiert heute. Und wie komme ich auf die Idee mit diesen Blumenkohl-Kartoffelkroketten? Ganz einfach, ich habe ein Video gesehen, das war von der Balkongriller. Da hat er Blumenkohl-Kartoffeltaler gemacht. Ja, und ein bisschen überlegt und mir gedacht, da können wir auch Kroketten draus machen. Und genau das machen wir heute. Zum Würzen und so werde ich mit Sicherheit meinen Schatz dazu holen. Nicht, dass ich es verwürze und hinterher Mecker kriege. Nein, die soll mir da einfach helfen. Die ist da mit Sicherheit besser bewandert mit den Würzen von solchen Sachen. Und naja, gehen wir rüber, gucken wir mal, was wir denn so alles da haben. Dann wären wir auch wieder mal bei unserer kleinen, aber feinen Übersicht. Was haben wir heute? Eben diese Hähnchenfilets. Wird eigentlich nur gewürzt mit dem Dancing Chicken. Tun wir gleich in die Schüssel rein. Bisschen durchkneten. Dann lassen wir es noch ruhen, bis wir den Rest soweit fertig haben. Den Bauch. Schwarzwälder Art. Also es gibt so ein Grillbacon, sage ich jetzt einmal, zum Dazuessen. Mehlig kochende Speisekartoffeln. Ja, was sollten es sonst sein? Den Blumenkohl. Hier drüben habe ich die Tupperpresse. Da kommen dann unsere Kroketten raus. Ja, dann Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Hier haben wir noch ein paar Semmelbrösel. Da sind nicht mehr so viele drin. Naja, dann nehmen wir halt noch ein bisschen Paniermehl. Und also ein Ei. Ja, das wäre soweit bis jetzt alles. Ja, und dann gucken wir, was die nächsten Minuten, Stunden so bringen. Ich werde jetzt aber zuallererst anfangen, die Hähnchenbrust zu würzen und weg. Und dann schneiden wir gleich mal unseren Grillbacon. Okay, Attacke. Den Blumenkohl und die Kartoffeln wird mein Schatz jetzt dann kochen. Das kann ich gleich einmal auf die Seite tun. Also ein bisschen vorkochen und wie es danach weitergeht. Ja, das sehen wir dann. So. Dann können wir, mache ich das, ja, das machen wir gleich da drin. Den habe ich schon aufgeschnitten. Riechprobe hat er bestanden. Dann tun wir das Ganze einfach einmal schön einwabben. Boah, mein Bauch knurrt schon wie verrückt. Das heißt, ich habe Hunger. Ja, und wie gesagt, die Hähnchenbrust werden wir ganz einfach auf dem Grill grillen. Ohne viel Tamtam und Blabla. Und vielleicht macht mein Schatz ja noch ein Süßchen dazu. Da hat die Messer an Mina. Den Fetzen. Nein, mach ich nicht. Machst du nicht? Doch, machst du mir. Dann muss ich selber eine zusammenmanschen. So. So, das sollte ausreichen. Und dann kommt das derweil noch in die Kühlung und dann schneiden wir gleich den Bacon. Leute, aber vor dem Bacon schneiden, da mein Bauch so knurrt, ich weiß nicht, ob man es vorher wirklich gehört hat, haue ich mir jetzt erstmal so ein Chili-Landjäger rein. Habe ich gestern schon probiert und ich muss sagen, die Dinger sind richtig geil. Heißen zwar Chili-Landjäger, aber sie haben eine angenehme Schärfe. Also ich persönlich kann sie noch wunderbar essen. Ein bisschen brennt die Gosche, aber das ist nicht wild. Ich finde sie geil. Und jederzeit wieder.
Sobald ich den jetzt verspeist habe, den Landjäger, schneiden wir erst einmal den Bacon. Oh, war das lecker. So Leute, ne, das nicht das Messer. Und jetzt gucke ich hier mal, ob ich hier anständige Scheiben so runterschneiden kann. Oder ob wir hier extra Maschinen in Einsatz holen müssen. Oder mein Zerlege- und Schneideprofi ran muss. Das werden wir jetzt dann gleich wissen. Schaut euch das Teil an. Aha. Okay. Ich glaube, das Zeug brauchen wir gar nicht mehr grillen. Boah, ist das geil. Das ist einfach zu gut, dass es so auf den Grill wandert. Ne? Das wandert definitiv nicht auf den Grill. Das Stück esse ich jetzt so zusammen. Und das wird Beilage für Brotzeit zu machen. Taki, du Wahnsinniger! Du hast sie doch nicht mal alle! So was Leckeres zu produzieren! Damit müsstest du ja in Großproduktion gehen, um wirklich alle zu versorgen. Ich glaube, meine Kamera kippt gerade weg hier. Unglaublich. Tja, dann haben wir kein Grillbacon dazu, aber hilft ja nichts. So, jetzt werden gerade die Kartoffeln geschält. Dann tun wir sie vorkochen, den Blumenkohl vorkochen und danach sehen wir uns da drüben wieder. Das ist jetzt die Portion, aus der wir unsere Kroketten machen werden. Naja, aber jetzt müssen wir das Zeug erst einmal kochen. So, das Ganze ist soweit gekocht und wir pressen das jetzt hier durch die Presse einmal durch und machen somit eine Kartoffel-Blumenkohl-Mischung, Pressung. Jawohl, genau das machen wir jetzt. Soweit hätten wir das jetzt alles durchgepresst. Jetzt müssen wir das Ganze erst einmal ein klein wenig abkühlen lassen, weil nicht, dass uns das Ei stockt, wenn wir das nachher hier reinkloppen. So, Schatz hat angefangen mit der Masse weiterzumachen. Zwei Eier, dann Muskatnuss, Salz und ein bisschen Pfeffer. Das Ganze ordentlich verrühren. Und jetzt wird es sehr flüssig, sage ich ja mal. Da kommt jetzt dann noch ein paar Semmelbrösel rein, um das Ganze noch anzudicken. Also ich werde keine Semmelbrösel reintun. Was dann? Ich werde eine Stärke reintun, eine Kartoffelstärke. Dann tue eine Kartoffelstärke rein, so wie du das sagst. Da verlasse ich mich drauf, was du jetzt sagst. Wie könnten wir die Menge Kartoffeln, Blumenkohl definieren? 1 zu 1, 2 zu 1? Also wir haben 2 zu 1 gemacht. Also zwei Teile Kartoffeln, ein Teil Blumenkohl. Ja. Okay. Jetzt schauen wir eben, dass das ein etwas dickerer Bart wird. Learning by doing. Jo. Dann tun wir das jetzt durch die Presse durchpressen. Und dann geht es eh gleich weiter hier. Nach mehreren Versuchen wurden jetzt noch ordentlich Semmelbrösel hinzugefügt. Einfach, dass die Masse wirklich richtig fest wird. Der letzte Versuch war, naja,
Aber jetzt denke ich, dass das doch etwas besser ist. Na, jetzt liegt hier was im Weg. Und hurra! Können wir hier jetzt unsere Kroketten in gewünschter Länge abschneiden und dann noch mal in Semmelbrösel oder Paniermehl einmal durchwenden und dann auf die Seite legen. Und dann hoffe ich, dass das dieses Mal klappt. Naja, ein bisschen weich sind sie zwar immer noch, aber es könnte funktionieren. So, dass man sie nachher da auch sauber rausnehmen kann, um sie dann in die Fritte zu wuchten. Ja, ist alles ein bisschen Arbeit. Ich glaube, das wird das Muster bleiben. Und einen Außenrest machen wir vielleicht doch bloß Taler und schmeißen die auch mit in die Fritte. Wenn die Dinger mich länger aufregen. Und so mache ich jetzt den Rest ganz einfach auch fertig. Tja, das wäre jetzt die Ausbeute. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt ganz schnell den Grill anheizen, die Fritteuse einschalten und dann sehen wir uns draußen wieder. So Leute, hier drüben tun wir jetzt die Hähnchenbrüste erst einmal in indirekten Bereich. Ja, ob wir die nachher noch auf die rechte Seite draufwuchten, das weiß ich noch nicht, aber könnte leicht möglich sein. Aber jetzt lassen wir sie hier erst einmal ein bisschen ziehen. Na, geh halt auseinander. So. Also total unspektakulär. Und jetzt gehen wir rüber und wuchten die Kroketten rein. Und das machen wir jetzt auch ganz unspektakulär. Dass wir die einfach hier so jetzt so mal in das Siebnetzgitterkorb, in den Korb reinlegen. Nach Möglichkeit ein bisschen Abstand zwischendrin, dass sie nicht zusammenkleben. Und dann bin ich echt gespannt, wie die Yoshis da rauskommen nachher. Da geht noch eine rein. Und ab geht die wilde Fahrt. Eigentlich habe ich jetzt gedacht, wenn ich die Kamera auf die andere Seite stelle, dass dann, naja, Windrichtung und so. Aber, naja, der Wind mal so, egal. Knappe Minute. Schauen wir mal, wie lange wir brauchen für so einen Satz Kroketten. So. Oh ja, so schlecht sehen die ja gar nicht aus. Geil. Lassen wir sie mal 2 Minuten insgesamt drin und dann probiere ich mal eine. So, 2 Minuten. Ich denke fast, das könnte ausreichen. Heiß, 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 heiß. Oh. So, schauen wir mal. Zweieinhalb bis 3 Minuten, würde ich sagen. Oh, jetzt kommen sie sogar hoch. Dann würde ich doch glatt sagen, wenn sie oben schwimmen, sind sie fertig. Fertig ist die erste Ladung und ja, so geht es jetzt durch. Was soll ich sagen? Also die Blumenkohl-Kartoffelkroketten, ja, so nenne ich sie jetzt einfach, sind mal richtig geil. Aber heiß. Und jetzt schauen wir dann erst einmal im Grill und ich denke, dass wir die Hähnchenbrüste wahrscheinlich doch noch direkt, ja, kurz angrillen.
Und es ist wirklich so, na, 2,5 bis 3 Minuten schwimmen die wunderbar oben auf. Und dann, wenn einem die Bräunung gefällt, kann man sie rausnehmen. Ansonsten, naja, tut man sie nochmal rein. So, Freunde, so sehen sie aus. Die sind noch nicht ganz durch, aber die Kroketten sind durch. Na, machen wir hier wieder einen Deckel zu. Und ich habe es jetzt probiert, die ein klein bisschen länger drin zu lassen. Und man sieht hier, dann platzen sie auf. Also, wenn sie oben schwimmen, vielleicht noch 20 Sekunden, 30 Sekunden und dann nimmt man sie raus und dann sind sie fertig. Und jetzt muss ich sagen, die Arbeit mit den Kroketten hat sich gelohnt. Die sind sowas von lecker. Aber die bringe ich jetzt rein. Stellen wir noch kurz auf den Ofen, dass sie warm bleiben, bis das Hähnchen soweit fertig ist. Ja, und die Cam nehme ich auch gleich mit rein. So, Freunde, und bevor ich jetzt gleich meinen kompletten Teller präsentiere, geht erst einmal ein Gruß an Heumann raus. Und um den einmal ein Lächeln ins Gesicht zu treiben, machen wir was ganz was Besonderes heute. Na, kein Ketchup, bitte. So. Und, dass die Kroketten absolut lecker sind, habe ich euch ja schon gesagt. Aber jetzt hauen wir einen Heinz-Ketchup drauf. Und mit Ketchup versaut man die Kroketten. Also, Heumann, du hast so viel gelächelt. Ich verstehe nicht, warum man überall Ketchup draufhauen kann. So, das musste jetzt sein. So, Leute. Jabba-dabba-du. Und fertig wären meine Blumenkohl-Kartoffelkroketten mit Beilage. Und das lasse ich mir jetzt so richtig schmecken. Bei dem Rahmsösle habe ich übrigens wieder mal gecheatet. Da habe ich meinem Schatz einfach so ein kleines Fertigbackli in die Hand gedrückt und habe gesagt, mach! So. Jetzt probieren wir erstmal die Hähnchenbrust mit dem Gewürz vom Taki, wie das schmeckt. Also dieses Dancing Chicken. Ich würde sagen, das ist mit eins der besten Hähnchengewürze, würde ich bis jetzt sagen. So, jetzt hoffe ich bloß, dass Patricia auch noch zum Essen kommt. Und ey, ich sag's euch, die Kroketten, die sind einfach der helle Wahnsinn. Im Prinzip habe ich ja jetzt mein Fazit schon gesprochen, aber nachher trotzdem nochmal, gehen wir nochmal auf die Highlights von dem Video kurz ein. Naja, und schauen wir, was mein Mädel oder die Mädels nachher dazu sagen. Ganz genau so machen wir das. Bis gleich. Also Taki, wenn man weiß, dass das Dancing Chicken scharf ist oder scharf sein sollte, dann ist die Schärfe optimal. Es ist nicht zu scharf, dass da hinterher von der Zunge
bis zum letzten Abgang alles brennt, sondern es ist eine angenehme Schärfe. Es schmeckt auch total lecker. Also ich habe es total lecker gefunden. Aber wie gesagt, vielleicht kannst du das jetzt einmal mit 3 Sternchen kennzeichnen. 1 mild, 2 würzig, 3 scharf. Dann weiß jeder, der wo 3 Sterne, jedes Päckchen, das 3 Sterne drauf hat, dass da schon was dahinter steckt. Ja, danke mein Schatz, das haben wir jetzt alles wunderbar im Video. Du hast es wunderbar auf den Punkt gebracht. Also von meiner ursprünglichen Meinung, dass es mit das Beste ist, muss ich ein ganz kleines bisschen abweichen, weil es doch auf den zweiten Bissen scharf kommt. Aber scharf? Wie angenehme Schärfe. Ja, wie mein Schatz gerade gesagt hat, eine angenehme Schärfe, man kann es essen, aber für Kinder muss ich sagen, ist es ungeeignet. Wer es leicht scharf möchte, also dass es im Mund ein bisschen prickelt und so, ist das Dancing Chicken optimal. Genial. Geschmacklich 1A. Ja, Taki, meine Meinung zu deinem Dancing Chicken. Dann machen wir noch kurz mit dem Fazit komplett weiter. Die Kroketten, absolut genial. Wie gesagt, ich habe noch Semmelbrösel mit rein, wie ich es am Anfang gesagt hatte. Und dann hat es hervorragend geklappt mit der Masse. Die hat die ganze Feuchtigkeit wirklich noch gebunden. Und dann sind sie super zum Pressen gegangen. Ergebnis sieht auch hervorragend aus. Also richtig, richtig geil. Mit dem Süßchen sowieso. Ja, Hähnchenfilet, die Beilage, war sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Ja, Schatz, was ist noch deine Meinung dazu? Ja, also Kroketten, die sind lecker. Wenn man Blumenkohl gern mag, wenn man mal was Neues ausprobieren mag, dann ja, aber alles gut. Zwischendurch auf alle Fälle, auf Dauer natürlich nicht. Da bevorzuge ich dann auch normale Kroketten. Und Katz, geh runter da. Tappt man schon wieder auf meiner Tastatur rum. Ja, und wie gesagt, zwischendurch einmal solche Spezialkroketten. Eine feine Sache. Aber Sauarbeit. Ja, Arbeit sind es, aber ich würde sagen, es hat sich gelohnt. Und was war noch ein Highlight? Der Landjäger vom Taki, auch hervorragend. Kann man von der Schärfe ungefähr vergleichen mit dem Dancing Chicken. Also, waren ja auch Chili-Landjäger. War lecker, die sind lecker. Ja, und das Bauchstück, also wie gesagt, das irgendwo noch in die Pfanne reinzuhauen oder sonst was, ist viel zu schade dazu. Das werden wir so wegschnapulieren. Vielleicht kriegen wir ja mal Besuch, wo wir das hinlegen können. So da muss aber dann beikommen. Brotzeit machen. Ja, aber wow. Also nochmal für das Paket, was ich letztens vom Taki gekriegt habe. Taki, nochmal vielen, vielen Dank. Und du hast bis jetzt immer noch die Rechnung vergessen. Okay, das war's dann mit diesem Video. Leute, ich würde mal sagen, ich überlege mal was, was wir das nächste Mal machen können. Oder vielleicht auch mein Schatz. Die zeigt mir Vogel. Tja, da muss ich mir was überlegen. Und Leute, Tschaikowski, bis zum nächsten Mal. Und ein Däumchen und Abos nicht vergessen. Weil, wenn ich da immer nachgucke, sind bald 70% der Zuschauer keine Abonnenten. Jetzt aber.